Den Fahrerstand gedreht und schon kann es losgehen. Wir haben im neuen Schwadmeer M1170 NT5 von MacDon Platz genommen. Das NT steht für Narrow Transport, also eine schmale Transportbreite. Dazu kommen wir aber noch. Auf der Straße fährt der in Kanada gebaute Schwadmeer dabei rückwärts mit der Nase voraus. Das 6,10 Meter breite Bandschneidwerk wird auf einem Wagen hinterhergezogen. Nach dem Lösen der Sicherungsbolzen kann der MacDon M1170 NT5 jetzt das für die Straßenfahrt mit 3,49 Meter Außenbreite eingefahrene Fahrwerk wieder ausschieben, um so möglichst viel Durchgang für voluminöse Schwaden zu bieten. In der Standardversion ohne das hydraulische Fahrwerk liegt die Transportbreite bei üppigen 4,40 Meter. Für eine gute Zugänglichkeit beim Koppeln der Schläuche und Kabel für das Schneidwerk kann die Aufstiegsplattform einfach verschoben werden. Im Feld fährt die Maschine jetzt richtig herum und der Fahrer hat durch die große Frontscheibe eine hervorragende Sicht auf das Schneidwerk. Wir haben mit dem M1170 NT5 in Dänemark Bio-Weizen ins Schwad gelegt, um eine gleichmäßige Abreife und eine möglichst geringe Restfeuchte durch Beikräuter beim Schwaddrusch einige Tage später zu erreichen. Viele weitere spannende Infos und Eindrücke zu der in Deutschland bisher eher exotischen Maschine finden Sie in Ihrer Profi, Ausgabe 2 2023.